Sonntag, also wäre scheiße. Die Eintracht wäre genial. Eintracht Frankfurt. Jetzt unter Gegner kein Opfer. Als HSV-Fan wünscht man dir natürlich der HSV. Und dann so wie spielen wie Hertha. Ein Sieg natürlich. Ne? Schalke, ganz klar. Ja, mein Wunsch, Kaiserslautern geht ja leider nicht. Ich wünsche mir Schalke 04. Alter, guckst dich. Warum? Ich hätte einen Wunsch, Weizenbier. Bin ich drauf? Ja. Du bist immer drauf. HSV. Also ich hätte sehr gerne Union Berlin. Also am liebsten hätte ich natürlich einen Gegner, der es uns gestattet, hier weiter im Stadion zu spielen und nicht irgendwie nach Mannheim oder so zu müssen. Dann natürlich, die Boot soll voll werden und dass wir auch die Chance haben, das zu gewinnen. Denn jetzt können wir ein bisschen feiern. So, der Gru zeigt uns den Ball. Es geht gleich los. Der ist vor links. Ja, Mensch. Der SVW in Wiesbaden ist der SV Rödinghausen hat sich qualifiziert als Rödinghausen spielt gegen Dynamo Dresden. Jetzt kommt der TuS Erntebrück. Und der Erntebrück hat einen namhaften Gegner, wenn auch jetzt Zweitligist ist, in Hamburg. Gegen Borussia. Jetzt kommt der Pokalsieger aus dem Niederrhein, Rot-Weiß Oberhausen. Und die spielen gegen den SV. Ja! Ja! Spannendes Duell gegen Mainz 05. Jetzt kommt der Pokalsieger aus dem Saarland. Und da geht es gegen den VfL. Gegen Schalke. Der erste FC Köln. Der Pokalsieger aus dem Südwesten. Oh, ja. Ja, die werden sich freuen. Spiel gegen Köln. Ja. Also mein Fazit wäre, ich würde sagen, gegen Bremen auf jeden Fall im Marzia-Stadion und die Hütte wird definitiv voll. Ob es klappt, ob es gelingt, die Zotgrund zu erreichen, das wird überraschen. Geil wär's. Tolles Los, an einem Sahnetag schlagen wir sie und ansonsten geiler Verein, perfekt. Für 50 Gäste haben wir damals...